zwei Kindergruppen, eine Krabbelgruppe und eine hölzerne Maulwurfsstatue beim Eingang. In Möllersdorf wurde vom Bürgermeister Andreas Babler wieder ein neuer Kindergarten eröffnet. Gleich gegenüber dem wunderschönen Schlösslkindergarten in Möllersdorf wurde nun ein weiterer Kindergarten eröffnet. Damit setzt Dreiskirchen einmal mehr ein Zeichen als eine der jüngsten Städte Österreichs mit der höchsten Kinderdichte. Beim Eröffnungsakt standen die Kinder natürlich auf ihrem Maulwurfshügel. Die Besonderheit am Maulwurfshügel ist die Kombination von Krabbelstube und Kindergruppen. Warum ist das ein Vorteil? Ein Vorteil ist es deshalb, weil für die Kinder, wenn wir haben ein offenes Haus, die Kinder können sich gegenseitig besuchen und auch die Kinder vom Kindergarten haben die Möglichkeit, in die Krabbelstube zurückzugehen, wenn sie das Bedürfnis haben. Und genauso haben auch die Kinder von der Krabbelstube, weil mit 2,5 sind sie auch oft schon kindergartenreif, dann den Kindergarten hineinzuschnuppern und uns zu besuchen. Und dann fällt natürlich auch die Eingewöhnung viel leichter, also eigentlich komplett weg, weil es nahtlos übergeht. Kindergartenleiterin Sonja Gabriel zeigte uns die besonderen Einrichtungen des Kindergartens, wie zum Beispiel das Mahlzimmer oder den tollen Turnsaal. Also wenn wir der Maulwurfshügel sind, haben wir natürlich einen Maulwurf vor der Tür stehen, den haben wir aus Holz geschnitzt bekommen von der Stadtgemeinde und wir haben im Garten hier drinnen einen Maulwurfshügel mit unterirdischen Gängen auch, wo die Kinder sich durchbewegen können. Das ist auch eine Besonderheit. Die Mütter zeigten sich jedenfalls höchst zufrieden. Ja, super. Also alleine die Betreuung ist echt, ja, eigentlich sehr, sehr viel wert. Mit der Carina und der Susi haben wir tolle Betreuerinnen. Valentin geht sehr gerne hin und ja. Ein Kind hier in der Krabbelstube. Genau, und sie kommt dann in einem Jahr. Genau. Dieser Kindergarten hier, wie viel Platz hat der für Kinder? Das sind zwei Gruppen, eine Krabbelstube. In jeder Gruppe haben wir 20 Kinder zurzeit. Und es könnten maximal 25 in einer Gruppe sein, aber wir haben ja für alle 2,5-Jährige einen Platz, daher nur 20 in einer Gruppe und in der Krabbelstube haben wir 15 Kinder. Dreiskirchen ist eine der jüngsten Städte Österreichs. Da gibt es dann eine Menge zu tun, punkto Kindergärten, oder? Naja, das kommt nicht von ungefähr, es ist eine Wechselwirkung. Man wird nur jüngste Stadt, wenn man in der Kinderbetreuung viel tut und viel investiert, dass man moderne und vor allem ausreichende Zahl von Kinderbetreuungsanrichtungen hat, die es ermöglichen, in der Familienentscheidung tatsächlich in Dreiskirchen gerne Kinder zu bekommen. Und für das sind wir seit vielen Jahrzehnten eigentlich auch bei meinen Vorgängern schon bekannt gewesen. Und jetzt haben wir natürlich nochmal qualitativ erhöht und quantitativ. Und ich habe größte Priorität, Dreiskirchen als die Vorzeigestadt für Kinder, das sind wir ja landesweit, weiter diesen Ruf zu festigen und auszubauen und sich nicht darauf auszurasten. Das heißt, viel Geld in die Hand zu nehmen, viel Planungsarbeit zu leisten, sich viel als politischer Mensch, als Bürgermeister sehr mit pädagogischen Konzepten auseinanderzusetzen, die sich ja auch dann in den Bau auswirken. Und vor allem auch zu wissen, wie wichtig es gesellschaftlich ist, Kinder und Jugendliche zu haben. Das hat gar nichts mit der puren Liebe auch nur für Kinder zu tun, die ich natürlich in mir trage. Ich mag einfach Kinder und ich mag Kinder lachen und ich mag den Kindern die schönsten Möglichkeiten und die schönsten Plätze zur Verfügung stellen. Aber es hat natürlich gesamtgesellschaftlich eine große Bedeutung. Und wenn man sich andere Kommunen und auch andere Städte anschaut, die Probleme haben mit Überalterung oder mit Abwanderung und so, sind wir halt natürlich in beiden Bereichen eine gegenteilige Stadt zum Glück. Aber wie gesagt, man kann sich noch nicht ausruhen. Das heißt, viel vorplanen, viel investieren und wirklich sich mit dem Thema eigentlich täglich auseinanderzusetzen und viel und weit vorzudenken.